Willkommen zurück bei unserer kleinen Frühstücksfarm. Ach, bestimmt. Harvest Moon in 3D. Okay. Sturzbach, Membran. Ich beobachtete auf Geheiß meines Vorgesetzten eine blaue, relativ schwammige Kreatur. Mir scheint, mein Vorgesetzter hat eine Aversion gegen Lebewesen, die über eine große Zahl an Beinen verfügen. Irgendwie kann ich das verstehen. Nun ja, vielleicht hätten wir auch nie dieser Untersuchung zustimmen dürfen. Dies ist ein wahrhaft merkwürdiges Wesen. Sein Körper ist von einer rewässrigen Membran umgeben. Ich versuche, mit einem Stock hineinzustechen, aber sie war sehr widerstandsfähig und nicht durchdringbar. Die Membran scheint mir wie eine Abwehrschicht zu sein, die den schwammigen Körper der Bestie vor Angriffen schützt. Als ich mich gerade damit vergnügte, mit dem Stecken in der Kreatur hineinzustechen, ergriff sie mich plötzlich mit einem Schwall Wasser an. Sie hätte mich dabei ernsthaft verletzen können. Es sieht so aus, als habe ich sie mit meinen Versuchen, die Membran um ihren Körper zu durchdringen, in Ärger versetzt. Nächstes Mal nehme ich einen längeren Stecken. Das ist eine sehr, sehr weise Schlussfolgerung. Oh, wow! Geld! So ungefähr, ja. Dahinter ist auch nochmal eine schwere Münze. Das gefällt mir gut. Hallo, die schwere Münze möchte ich. Die schwere Münze, da genau das. Ja, da war sie. Schön. So. Einmal put machen. Jetzt müssen wir dieses Ding aktivieren. Komm. Hier wieder rein und dann durch den Wasserfall. Nach oben. Also damit ihr nochmal wisst, wie man da hinkommt. Auch wenn man das mittlerweile wirklich gecheckt haben sollte. Ja, jeder checkt's außer wir, ist ja klar. Hallo! Alter! Ich glaube, da gibt's noch jemand, der nicht alles komplett gleich aufs erste Mal checkt. Um das Wasserrad rum. Um die Schalter auf jeden Fall. Das wird. Stopp, 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 oder? Ach, Arschloch! Der hört einfach nicht auf. Ich weiß auch nicht, entweder. Er ist viel zu nied. Warte! Er hört nach einer Sekunde auf oder tritt was? Warte! Können wir von hier. Geh wieder zurück! Geh zurück? Wieso überlisten wir den Arsch einfach mit den eigenen Waffen? Geh da runter. Da rein! Rein! Rein, rein, rein! Rein? Rein! Vertrau mal deiner Brini. Ich glaube, ich habe eine Idee. Eins runter, bitte. Autsch. Ja, jetzt geht durch die Tür. Jetzt geh am Rad vorbei. Nicht runter! Folg einfach mal, was ich meine. Nicht runterfallen. Durch die Türe durch. Gut. Hoch. Gott, ey, hoffentlich stimmt es, was du sagst. Durch die Türe. Ach, verlass dich nur auf mich. Durch die nächste Türe. Das sind dann wieder so. Da müsste dann auch noch eins von diesen hüpfenden Geld. Entschuldigst mich kurz. Ich wittere Geld. Und du entschuldigst, dass ich mich nicht mit dir abgebe. Großkotz. So. Die Türe müsste. Na, da ist es zur Kette gegangen. Ah, doch, genau. Und jetzt hier hochklettern. Wenn er uns verarschen will, dann verarschen wir eben zurück. Guter Job, Schatz. Ich bin gut. Oh, du Wahnsinniger! Scheiße! Aber. Wir kommen hier. Es ist jetzt nur halb so wild. Wir wissen jetzt, wie es geht. Moment. Ja, du bist in die falsche Richtung gegangen. Irgendwie. Ja, Leute, also ich gehe jetzt nochmal hin. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, bis dann. Weiter geht's. Klappe, die zweite, dritte Kette, Action. So. Dann probieren wir das jetzt noch einmal. Aber pass auf, dass du nicht um... Der fliegt aber auch so komisch. Ja, das stimmt. Wie zampelt der denn rum? Okay.
Muss es sein, dass da so ein Typ direkt neben der Tür steht? Wieso hast du da nicht gezogen an ihm? Weil ich irgendwie ein bisschen Schiss habe bezüglich ziehen. Ich möchte ihn runterschucken, wenn es geht. Der zieht ja aber so verdammt viel ab. Ach, das geht sogar, wie viel der mir abzieht. Nasses Fleisch nur. Ich glaube, der einzige Dungeon, wo ich noch kein einziges warmes Fleisch bisher hatte. Nur weil ja alles so nass ist. Sechs. Und nicht zurücklaufen. Man, zum Glück war es jetzt wirklich mit CCs und so. Das ist hier eine Tortur geworden. Komm, komm, komm. Es ist die dritte Kette. Geschafft. Yes. Und wir, wie wir zum Bossgegner kommen, das wissen wir ja. Das wissen wir tatsächlich. Ja! Aber, was machst du? Willst du jetzt nochmal zu deiner Freundin gehen, zu Helena, oder? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Immerhin haben wir nur noch ein halbes Leben. Das ist halt die Frage. Hier glitzert auch nichts, das ist ja... Ja, gut, mach mal. Ah! Du weißt schon, dass es schon hier viel Autsch macht. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim... Vor dem Boss-Dungeon. Genau. Und ciao! Los! So, Leute, da sind wir wieder. Weil es euch nicht mehr genau, wie man hier hinkommt, bei dem Strudel einfach die Felsen nach oben ketten. Und Achtung, nein, das sind wieder die Idioten. Nein. Du darfst mich an die Hand nehmen. Komm. So, und jetzt. Du hast ihm an die Fresche in die Hand gemacht. Wieder Hand. Wieder Hand. Was ist los? Oh Gott, ey. Willst du nicht einfach an ihm vorbeirennen? Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Schau, Nervensäge. Hallo, Endboss. Oh Gott. Wäre schön, wenn wir wüssten, was uns erwartet. Ja, schön wär's, ne? Warte, hier musst du doch irgendwo noch das Manuskript holen, oder was? Mhm. Die wesentliche alte... Okay, und... Ich sehe keine Leiste. Zum Henker. Muss ich mit diesen Plasmakugeln abschießen? Nein, du musst alle diese Platten abreißen! Ja, nimm die Notiz, gut. Platten? Hier, nimm seine Panzerplatten! Du hast ja schon eine abgerissen. So, die das habe ich gemacht. So. Okay. Ich verstehe. Oh, stopp, 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 das Auge. Sieh, immer unter einem zufällig drunter oder so. Achtung! Da ist es! Wow! Oh, aus dem Weg! Hin. Alter! Ganz ruhig! Ich würde fast Medizin wieder. Oh, übertreib's nicht! Ja, tschüss, ey! Ja, ich... Renn von ihm weg! Dem ist nicht gut, Kirschen. Ich glaube, hier das daneben ist es. Hier, das da ist es. Genau. Muss sein. Ja, da ist es! Da ist es! Da ist es! Geh! Wie kommst du darauf? Weil ich gut bin! Okay. Aber er ist gerade zu dumm. Hä? Er hat's wieder eingezogen, oder? Ja, er hat's eingezogen. Ich würde sagen, es ist auf der Rückseite unter der letzten Platte, die noch da ist, von den kleinen. Du darfst die Großen nicht machen! Die Großen nicht abmachen! Die nicht abmachen! Die nicht abmachen! Da sind die Tentakel drunter, die sind gefährlich! Du musst diese kleinen hier, genau die unten, genau die da! Da ist es drunter, das Auge jetzt. Nee. Nein, er hat's weggenommen. Aber es gibt sonst gar nichts mehr. Das ist jetzt da. Müsste jetzt weiter hinten sein, oder? Ah, nee, jetzt ist es unter den Großen. Okay, unter einer von den Großen. Ich habe mich getäuscht. Das sind nicht nur Tentakel drunter. Ah, da ist. Junge, beruhig dich bitte mal. Also, was Schaden angeht, absolut übertrieben.
Naja. Hast du die Notiz jetzt noch? Nö. Das heißt, die musst du auch wiederholen. Dann hol die zuerst, bevor du in die Mitte gehst zum Endboss. Wo waren die Notizen? Sieht man hier halt nicht irgendwie. Da hinten sind die Kisten. Achte bei dem Gegner drauf, dass du dich bitte bewegst, Caleb. Ja, das ist bei der Kette schwer. Beweg dich, also nicht nur mit C ziehen, sondern die ganze Zeit. Und zieh! Gut. Da hast du direkt das Auge erwischt! Zieh, 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 zieh! Und jetzt los! Hä? Das war ein Tick zu langsam. Du kriegst den nicht hin, bis er ganz gelb ist. Gemein. Doch, habe ich vorhin geschafft. Nicht alle nacheinander. Es ist... Es ist, ich würde sagen, in... der Spitze. Wow. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Gut. Mächtig, mächtig, aber er kann gerade nicht. Ja, ich würde sagen... Diesmal bin ich nicht so gut im Raten. Super, ich habe ungefähr... Hä? What the... Was ist das da denn? Was ist das jetzt für eine Kameraperspektive? Gut gemacht. Ich glaube, du hast ihm zu viele Löcher gemacht. Ja. Okay. Trotzdem merkwürdige Kameraperspektive. Okay, es ist an der Rückseite, an der anderen Seite. Das ist immer dieser rote Punkt, der abhaut. Versuch hier.